Uhu. Ich möchte wieder ein Buch vorstellen und diesmal kein gewöhnliches Buch, so als Roman oder was auch immer oder Ernährungsratgeber, sondern das große Zentangle-Buch. Ich hatte es ja schon mal bei einem Video, wo es auch um Mandalas und Zentangles geht, zum Ausmalen und Entspannen, angesprochen gehabt, dass ich das Buch mir zulegen möchte und ich habe es seit gestern und wie man sieht, habe ich auch schon ganz fleißig geübt. Ich bin auch gerade schon dabei. Also, naja, an dem hänge ich gerade. Und das sind jeweils ein paar Übungen aus diesem Buch. Ich habe hier mir jetzt vorgenommen, pro Seite, man hat ja immer so ein paar Anleitungen, wie hier was funktioniert. Und da nehme ich mir halt pro Seite immer ein Bildchen raus und entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und dann halt als paar Lückenfüller nehme ich halt schon Dinge, die ich auch halt wie gestern halt schon ein bisschen geübt habe. Das hier hat mich jetzt gerade aktuell zur Verzweiflung gebracht. Ich habe halt versucht, hier diese Kästchen zu malen und dann halt diese schrägen Linien und mit den Herzchen hat es dann gescheitert, weil ich die nicht annähernd so schick hingekriegt habe wie auf dem Bild und habe jetzt einfach improvisiert. Und mache halt sowas draus. Und was ich dann hier aus dem Rest mache, weiß ich noch nicht. Ja, das Buch ist 1A. Es ist immer wieder erklärt, wie hier was funktioniert, wie hier was gemalt wird. Ja. Ich will jetzt auch nicht allzu viel von dem Buch zeigen, weil man soll es ja auch kaufen und nicht nur übers Video angucken. Ja, das hier oben sind immer die Bezeichnungen des Entangles, wer der Designer ist. Hier sind 101 Bilder, glaube ich, dran, wenn mich nicht alles täuscht. Also halt hier solche Kärtchen oder Tiles, wie es im Amerikanischen genannt wird. Ja, es entspannt, wenn mich nicht gerade dieses Muster aufregt. Ja, ich finde es mega entspannt und man kann einfach mit eigentlich allem, was man hat. Ich habe hier einfach mal von einem Mandala, was ich mal ausgemalt hatte, einfach hinten drauf gezeichnet. Ja, ich habe halt vor, das Bild heute, also ich weiß nicht, ob ich es heute hinkriege, weil es dauert ja ein bisschen an Zeit. Aber ich habe halt mal vor, dieses Papier so weit wie möglich voll zu tängeln. Das hier ist auch etwas, was mir nicht gelungen ist. Also das hier. Das soll das darstellen. Also man sieht nicht annähernd. Ich krieg's halt nicht hin, diese Linien als Dreieck zu zeichnen. Ich bin einfach zu behindert dafür. Ja, aber naja, halb so schlimm dafür. Dafür ist mir ja das hier halt halbwegs gelungen. Ja, so ist das. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich kriege dafür den Kopf frei und kann mich dabei eigentlich an sich auch ganz gut entspannen. Das ist gar kein Problem. Ja, Zentangeln kann ich empfehlen. Eine super Angelegenheit, um sich auch mal Zeit für sich zu nehmen, zu entspannen. Oder wer einfach halt nur ein bisschen rumzeichnen will, also dudeln will, der kann von mir aus auch dudeln. Ich halte mich ja auch nicht eins zu eins an diese Vorlagen, wie jetzt zum Beispiel diese Kärtchen verwende ich nicht. Wozu? Ich kann auf allen rummalen, da brauche ich keine Kärtchen, so sehe ich das halt. Ja, es geht aber letzten Endes um das Buch und nicht um das Tängeln. Das Buch ist total super. Es bietet viele, viele Möglichkeiten. Und guck mal, das hier habe ich auch versucht zu malen. Nicht gelungen. Ja, es bietet ganz viele Möglichkeiten und Inspirationsvorschläge. Ich kann es ja auch mal von hinten zeigen. Ich habe es bei Amazon gekauft für 12,99 €. Es gibt es auch für 9,99 € als Kindle-Version. Aber ich wollte halt gerade bei sowas was zum Blättern haben, etwas Haptik und nicht ständig mein Handy neben mir liegen haben, um zu gucken, ja, wie ging das denn jetzt so und was könnte ich denn jetzt so und da ich mir das ja alles noch gar nicht so merken kann. Ja. 1A kann ich nur empfehlen, ein super tolles Buch. Ich glaube, das hat auch ein Inhaltsverzeichnis. Genau, das sieht dann so aus. Und dann geht es halt quasi auch schon los, wie man hier was
macht und machen kann. Die Dinge finde ich an sich auch cool, dass man seine Tangles, die man so im Laufe der Zeit gezeichnet hat oder so, dass man die auch sich abheftet oder einordnet oder was auch immer. Aber dazu brauchst du halt ja, die Faszination dafür, den gewissen Ordner, die gewisse Größe dieser Tangles oder Teils, besser gesagt, dieser Kärtchen. Ja, Guti. Also super Buch, wer gerne mal etwas kritzeln möchte, zeichnen möchte, weiß aber eigentlich gar nicht wie und hat eigentlich auch gar keine Ahnung, wie man eigentlich zeichnet. Wie gesagt, ich kann es ja an sich auch nicht. Ich krieg's jetzt auch nur hin, weil ich hier mehr oder weniger erstmal abmale und das mir erstmal erlerne. Aber ja, mit Geduld, mit Übung, Übung macht den Meister, ne? Und das Tolle ist ja auch beim Sentangeln oder beim Tangeln, es gibt keine Fehler. Es gibt es nicht. Und gerade weil du, ich hatte ganz am Anfang mein allererstes Bild mit Bleistift gemalt, aber dann fängst du halt an zu kritisieren und ich setze mich mal kurz hin. Zu kritisieren und willst eigentlich mit einem Radiergummi drin rumkorrigieren. Aber wenn du einen Fineliner hast oder Kuli oder was auch immer, mit dem du zeichnest, hast du halt gar keine Möglichkeit. Und somit bist du gezwungen, das, was du machst und malst, auch dann entweder zu korrigieren oder auszubessern oder halt einfach mal deine Fehler zu akzeptieren. Und gerade manchmal auch das Unperfekte ist es dann, was es nochmal abrundet oder schick macht. Judy, ich schweife schon wieder ab. Also wie gesagt, das Buch ist 1A. Es bietet viele Möglichkeiten zu tangeln. Viele, viele Anleitungen sind da drin. Ich kann ja nochmal zack, eine beliebige Seite aufschlagen. Und hier sieht man auch wieder, ah, ich mag die Dinger, ich habe die schon mal gemalt. So was Ähnliches zumindest. Ja, es bietet halt viele verschiedene Möglichkeiten und Inspirationen. 1A. Judy, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß, an einer Buchpräsentation muss ich noch ein bisschen üben, damit die überzeugender wird. Okay, ja, wer möchte, kann es sich zulegen, wer nicht, dann halt nicht. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. So, und hier wollte ich nochmal mein Tangle-Blatt präsentieren, was ich aus diesem Buch mir alles herausgearbeitet habe. Das ist ein DIN A4-Papier. Und das sind alles Tangle-Muster aus dem Buch. Ich habe daran jetzt 2 Tage mit Unterbrechen, also natürlich keine 48 Stunden gebraucht, das ist klar. Aber circa von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr habe ich immer Pi mal Daumen ein bisschen rumgetängelt. Ja, das wollte ich einfach nochmal als Abschluss zeigen. Wie gesagt, das Buch 1a, ich kann es empfehlen. Mich beruhigt's. Also, vielen Dank. Achso, die ISBN, die schreibe ich wieder in die Videobeschreibung rein, ne? Ist ja schon fast nahezu selbstverständlich.